Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Neverwinter, liebe Freunde. So, wir sind hier immer noch in dieser Schattenfeuerhöhle und wir müssen, entweder müssen wir hier jetzt raus oder wir müssen noch jemanden finden, weil der hat ja gesagt, wir sollen noch irgendwen finden oder mit irgendwem anders sprechen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt die Höhle gerade wieder verlassen. Genau, wir sind wieder in Mount Hottenau unterwegs. Und da bin ich immer gespannt. Wir sollen mit irgendwem dann quatschen. Mit wem sollen wir denn diesmal quatschen? Ah, wir kommen in ein neues Lager. Wir werden also in ein neues Lager geschickt. Warte mal, wo haben wir angefangen? Da unten haben wir angefangen. So viel haben wir ja jetzt noch nicht gesehen. Wobei, ja doch, ein bisschen was haben wir hier noch. Gehen wir erstmal weiter. Mittlerweile ist ja auch schon wieder ein neues Modul angekündigt. Ihr müsst mal bedenken, der Paladin oder der rechtschaffende Paladin und das neue Modul ist ja jetzt erst letztens rausgekommen, wo ich mich ja so beklagt habe, dass die Instanzen alle rausgenommen wurden und der ganze Quatsch. Und ja, jetzt sind sie schon wieder das nächste Modul am Ankündigen. Die sollten doch eigentlich meiner Meinung nach erstmal das... Die rutschen ja alle in den Berg runter, ist auch lustig. Da rutschen die ganzen Zwerge vom Berg. Ah ja. Hinter den sieben Bergen sitzen die sieben Zwerge. Nein, ja, und ich bin der Meinung, die hätten doch erstmal hier die ganzen Sachen da ausbügeln sollen, was die da verbockt haben. Die hätten die Instanzen wieder reinsetzen sollen und sowas. Wobei, vielleicht kommt das ja jetzt mit dem nächsten Modul oder was, oder ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich da echt überraschen. Und ich bin mal gespannt, was das wieder für ein Modul werden soll. Also ich hab jetzt zwar nur die Info gelesen, dass dem nächsten Modul wieder kommen soll, aber was das jetzt genau für ein Modul ist und so, die ganzen Patchnotes und sowas, habe ich mir noch alles gar nicht so durchgelesen. Das werde ich nochmal zu gegebener Zeit machen. Ich denke mal, sobald ich hier für mich alles abgeklärt habe, wird dazu sein. So, und wir sollen jetzt anscheinend hier lang. Hier sind wir, glaube ich, auch noch... Nee, hier sind wir noch nicht gewesen. Laut der Minikarte oben rechts sind wir da definitiv noch nicht gewesen. Wir können hier also weiter über die Brücke drüber. Was sind das denn? Nehmen wir das hier einfach mal mit. Jawohl, alles mit einsacken. Wie schaut es eigentlich inventartechnisch aus? Inventartechnisch sah es, glaube ich, ganz gut aus. Hier können wir nochmal 975 Astraldiamanten veredeln. Wieso 75? Ich weiß gar nicht, wie ich zu den 75 gekommen bin, aber nun gut. Taschentechnisch sieht es ganz gut aus. Hier haben wir nochmal Müll. Ach, wir hatten ja noch die Schatzkiste, die wir aufmachen wollten, ne? Die sehe ich ja jetzt gerade mal wieder. So, einmal hier entsorgen. Ich würde aber sagen, wir werden erstmal bis zum nächsten Lager laufen und dann, wenn wir in Sicherheit stehen, irgendwie mal die Kisten und sowas alles öffnen, die wir halt jetzt so öffnen können mit Level 60. Denn wir haben ja beim letzten Mal Level 60 erreicht, liebe Freunde. Und jetzt sind es auch nur noch 10 Level, dann haben wir das Maximallevel erreicht und dann bin ich mal gespannt, wie es so weitergeht. Aber bis dahin ist wahrscheinlich auch noch einiges an Zeit, die verstreichen wird. Weil wir werden hier wahrscheinlich noch gut zu tun haben. Wir haben ja, glaube ich, dieses Gebiet noch. Dann müsste ja noch ein Gebiet kommen. Und dann geht es, glaube ich, erst ins erste Modul oder so. Schauen wir dann einfach mal. So. Können wir schon wieder beten? Ich glaube ja, ne? Jo, der ist schon wieder dran am Rumjodeln. Das heißt, wir können hier nochmal beten. Zack. Holen wir uns nochmal ein paar Astraldiamanten dazu. Die werde ich dann auch sofort veredeln, bevor ich das wieder vergesse. Wieder 375... Daher kam also die 75, ja, von mir aus auch das. Und dann quatschen wir mal hier mit dem bärtigen Bertram. Schauen wir mal. Wir müssen Gomoth und seine Verbündeten aufhalten, oder all unsere Taten waren umsonst. Kalek ist also noch am Leben. Das habe ich mir fast schon gedacht. Es überrascht mich nicht, dass er trotz des Magma-Elementars immer noch in der Höhle arbeitet. Okay, die Quest haben wir abgegeben. Er hat wieder zwei neue Quests für uns. Saat der Wiedergeburt. Bevor wir gegen Gomoth und General Ignazar vorgehen können, müssen wir zuerst einem unserer Verbündeten helfen. Die Dryaden Hartley war unser geheimer Wachposten, in dem sie Feindbewegungen von ihrem Baum aus beobachtet hat. Einige Samen ihres Baumes wurden jedoch in die Ruinen geweht und die Setzlinge wachsen nun auf gefährlichem Boden. Bergt die Setzlinge und bringt sie entweder zu mir oder zu ihr. Schon wieder? Haben wir die Quest nicht vorhin beim letzten Mal erst gemacht? Oder müssen wir jetzt schon wieder Blümchen sammeln? Ja, müssen wir mal gucken. Die Flammen der Krieges... Was? Die Flammen der Krieges? Wahrscheinlich des Krieges soll das heißen. Okay.
Unsere Arbeit in diesen Ruinen kam durch General Ignazar und seine Armee von Feuerarchonten ins Stocken. Die Ruinen dienen als Schutzmauer für eine Festung, von der aus sie ihre Truppen auf jeden hetzen, der sich Gomoth und seinem Vorhaben, den uralten Meister freizulassen, entgegenstellt. Daher bitte ich euch, die Anzahl der Feuerarchonten in diesem Gebiet zu minimieren. Das machen wir doch auch glatt. Sehr schön, wieder eine Killer-Quest, die wir da bekommen haben. Aber wir müssen tatsächlich Feuerarchonten, 0 von 30, willst du mich veralbern? 30 Stück hat er da, die wir da killen sollen. Aber nun gut. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Wo sind wir jetzt hier auf der Map? Wir sind jetzt hier, das heißt, ach guck mal, hier haben wir auch einiges noch an Samen, die wir abernten sollen. Wir werden jetzt aber uns trotzdem erstmal um die Kiste kümmern, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Ich gucke vorher nochmal eben kurz durch, ob wir noch irgendwie was anderes haben, was wir auch noch sonst aufmachen können. Was ist das denn hier? Schatzlade der schwarzen Erde. Haben wir da schon wieder 4 Stück von gefunden? Oder hatten wir die beim letzten Mal einfach nur nicht weggelegt? War noch extra in der Bank gewesen. Und das war der Quatsch, den wir da ausgezogen haben, ne? Ja gut, wir öffnen einfach mal hier die Kiste. Gucken wir mal, was da drin ist. Delozun Zweihänder. Interessant, Delozun Zweihänder. 1109 und... Waffenverbesserungsplatz. Kraft 2226, krass. Okay, nehmen wir einfach mal. Okay, ich will mir das Ding mal angucken. Doch, ich will mir, beziehungsweise vorher nehme ich mal den Sockelstein raus. Verzauberung in Sockeln, entnehmen, kostet 2 Gold kostet. Das Inventar ist vollständig belegt. Moment. Sie dürfen einen einzigartigen Gegenstand immer nur einmal besitzen. Bitte was? Wofür, hä? Was? Was kann der denn? 30% der Wahrscheinlichkeit auf plus 12,5% des Waffenschadens als Lichtschaden mit jedem Treffer ignoriert 50% der Schadensresistenz des Gegners. Interessant. Okay. Wir könnten da sogar noch was reinsockeln. Wie sieht denn jetzt unsere andere Waffe aus? Was haben wir da drin? Brillante Energieverzauberung ist da drin. Was hier drin? Da gucken wir mal eben kurz nach. Was war das noch? Ziele, die von euch gegeben... Moment, Waffenverbesserungsplatz. Ziele, die von euren Begegnungskräften getroffen werden, werden markiert. Wenn markiert, ignorieren eure frei verfügbaren Kräfte und eure Begegnungskräfte 8%, Begegnungskräfte 8% der Rüstung des Ziels. Die Markierung hält 10 Sekunden lang an und hat eine Abklingzeit von 20 Sekunden. Aha, und was haben wir hier drin? Kraftkritsche. Insignie der Graumäntel. Aha. Okay, nein, wir gucken uns jetzt auf jeden Fall mal die Waffe an, die neue. So, haben wir da schon mal drin. Wir könnten aber theoretisch... was haben wir denn da noch, was wir da rein tun? Ein Angriffsplatz. Da gucken wir mal eben, ob wir da vielleicht irgendwie was Sinnvolles reinpacken können. Was haben wir denn hier so? Schauen wir mal. Angriffsplatz, 180 Kraft. Rüstungsdurchdringung. Erholung. Kraftkritische Treffer, Erholung. Kritischer Treffer. Rüstungsdurchdringung. Ich würde sogar fast sagen, wir nehmen hier die Kraft, ne? Wir packen das jetzt einfach mal ein. Verzaubern. Okay. So, jetzt müssten wir da ja nochmal zusätzlich Kraft haben. Dann gucken wir mal, wie die Waffe abgeht. Wir haben jetzt 27.000. Was haben wir mit der? Haben wir auch nur 27.000. Wir gucken mal hier so auf die Werte. 4.300. 4.800. 800. 700. Rüstungsdurchdringung, Erholung. Aber von Schaden her steht da nichts, ne? Verteidigung. Na, gucken wir jetzt nicht alles durch. Wir testen einfach mal das Schwertchen, was wir da bekommen haben.
Das sieht ja schon, guckt euch das mal an, das sieht ja schon recht geil aus, muss man sagen. Wir gehen hier einfach mal weiter und klatschen einfach mal ein paar Gegner mit dem Schwert. Ich finde das echt geil. Wo haben wir das Ding her? War das die Schatzlade, die wir von Anfang an hatten, von Level 1 aus und die wir immer mit jedem Level wieder öffnen konnten? Kann das wohl sein? Ich bin mir da nicht so sicher. Wir lassen die Waffe jetzt einfach mal hier und wir werden natürlich auch unsere alte Waffe werden wir definitiv noch behalten. Und auch nicht wegschmeißen. Ich packe die einfach mal hier unten hin, damit die auch in Sicherheit ist und nicht versehentlich von mir verkauft wird. Weil das ist eine Waffe, die ich von euch geschenkt bekommen habe und die werde ich definitiv behüten, wie mein Augapfel. Vor allen Dingen, weil ja die Waffe auch eigentlich so von den Werten her, ja jetzt sagen wir mal vom Schadenswert her, besser war. So, wir gehen erstmal hier oben rum und sammeln hier das Flenskin ein. Beziehungsweise, ich würde sagen, wir machen erstmal hier die Dinger weg. Ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen, ob das jetzt mehr Schaden ist. Warte mal. Wir machen jetzt mal den direkten Vergleich. Ich mache jetzt mal einen Schlag drauf oder ich merke mir zumindest den ersten Schlag, den ich setze. Dazu lasse ich einfach mal... Lasse ich einfach mal einen über. So, jetzt gucken wir mal. Da haben wir natürlich wieder direkt gekrittet. Hat ja hervorragend funktioniert. Bisher kann ich es noch nicht sagen. Aber so vom Style her, muss ich sagen, gefällt mir die Waffe schon besser, weil die halt so leuchtet, ne? Wir behalten die jetzt erstmal bei. Warte mal, wir können ja nochmal eben kurz den Vergleich ziehen. Das war 1100 bis 1450. Müssen wir mal gucken. Also wir behalten auf jeden Fall die Waffen beide im Auge, weil... Unsere Axt steigt ja auch noch mit jedem Level weiter an. Müssen wir mal dann gucken. Ich lasse jetzt einfach mal das Schwert, weil das Schwert gefällt mir schon ganz gut. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, hat der eine andere Schlagreihenfolge oder sieht das anders aus jetzt mit dem Schlagen bei dem Schwert? Weil ich erkenne noch nicht so wirklich den Unterschied, aber ich glaube ja, ne? Ich glaube ja, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ansonsten, ihr könnt es mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Waffe ich da behalten soll. Im Moment, wie gesagt, bin ich da noch ein bisschen unentschlossen. Ich merke jetzt noch nicht so hundertprozentig vom Schaden her einen Unterschied. Was das Item-Level angeht, ist diese Waffe, also dieses Schwert, was wir jetzt haben, auf jeden Fall besser. Also Gegenstandsstufe haben wir ja gerade gesehen, war glaube ich um 7 Punkte oder um 6 Punkte besser. Allein schon wegen der Kraft und allem. Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, so Leute, die erfahrenen Leute unter euch, wird es ja wahrscheinlich einige erfahrenere geben wie mich. Ich bin ja, was die Spiele angeht, die Spiele eigentlich mehr dödelig. Und mache einfach so, wie ich das denke, auch wenn es völliger Schrott ist, was ich hier teilweise verzapfe. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das meiste hier vielleicht schrottig ist, was ich hier zusammen spiele. Aber das ist, ich bin einfach so ein Spieler, ich bin da unverbesserlich. Ich bin da unverbesserlich und bleib wahrscheinlich auch eisern auf meinem Weg stehen. Aber ihr könnt mir gerne Tipps geben, welche Waffe ich hier lieber nehmen sollte. Weil für Tipps bin ich immer offen. Und die helfen mir ja auch beim Weiterkommen. Wobei jetzt Neverwinter ist jetzt nicht ein Spiel, wo ich sagen würde, ist relativ schwer irgendwie weiterzukommen. Weil bisher haben wir noch alles ganz ordentlich geschafft. Liegt aber auch daran, so wie Elrond mir das mal gesagt hat, dass das halt an meinem Equipment liegt, da ich ja auch damals mit Astraldiamanten gespielt habe und wir haben ja jetzt immer noch die 1.877 Astraldiamanten. 877.000 meine ich natürlich. Und wobei ich mir die noch aufhebe. Da bin ich im Moment noch geizig, die auszugeben. Aber da wäre bestimmt vielleicht mal wieder eine Maßnahme, da irgendwie was zu machen. Hallo? Sammel das Ding ein. So, Setzling haben wir. Einen brauchen wir noch. Und dann haben wir es. Aber ich muss sagen, ich finde die Waffe saugeil. Das sieht so geil aus, diese leuchtende Waffe hier zu haben. Finde ich cool. Was ist das denn hier? Ein eingefrorenes Pferd? Ist jetzt der Server abgeschmiert oder... Was ist hier los? Man weiß es nicht so genau. Ich habe ein bisschen Angst. Und ich bin jetzt auch relativ wenig am Fähigkeiten benutzen.
weil ich die Waffe einfach so geil finde. Naja, müssen wir auf jeden Fall demnächst mal wieder machen. Ich glaube, unsere tägliche Kraft ist auch schon wieder bereit. Die ist schon wieder so am Rumflimmern. So, komm mal her. So, der ist auf jeden Fall weg. Der ist 21.000 Crit, wie geil! Heiligsblechle, den haben wir richtig, den haben wir in ein anderes Leben, in die Vergangenheit zurückgeschickt, glaube ich. Mein Gott. Ja, doch, die Schadenswerte gefallen mir schon ganz gut. So, ich glaube, haben wir jetzt beide Quests fertig? Ne, wir müssen noch ein bisschen was töten, ne? Ich sehe gerade 25 von 30 haben wir schon. Das ging ja so nebenbei, eben zu machen. So, wieder ein 10.000er Crit, finde ich gut. So, dann fehlt uns jetzt nur noch ein Gegner, den wir da auch mal eben weghämmern können. Warte mal, da steht, da rennt doch noch einer rum. Ist da auf dem Weg noch einer? Ne, ich glaube nicht. Wir nehmen einfach die hier auf der Brücke. Und dann müssten wir das auf jeden Fall auch schon mal so weit abgeschlossen haben. So, Quest fertig, sehr schön. Die machen wir trotzdem noch eben alle platt. Jawohl, nochmal eine Kiste für uns, beziehungsweise für die Gildenbank, beziehungsweise da werde ich ja demnächst, was heißt demnächst? Ich sage immer demnächst, ne? Aber da wird es auf jeden Fall auch nochmal was für geben. Also beziehungsweise da wird es auf jeden Fall auch nochmal den Part geben, wo wir dann einfach mal Kisten ohne Ende öffnen. Vielleicht wird es auch ein Sonderpart und kein regulärer Part. Da muss ich mal sehen. Liegt halt dran, wie viel Knete ich da über habe, um Schlüssel für die Truhen zu kaufen. Und wie lange ich euch das antun möchte, weil wir müssten ja mittlerweile schon über 200 Truhen bei uns auch in der Gildenbank haben. Und da kommt schon einiges zusammen. Müssen wir mal gucken. So, wir geben jetzt erstmal hier die Quests ab. Zwei Stück sind es an der Zahl. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Hartleaf war trotz des Risikos für Sie und Ihren Baum stets eine treue Verbündete. Ich werde sicherstellen, dass sie ihre Setzlinge wiederbekommt und sie an einem sicheren Ort eingepflanzt werden. Sehr schön. Neues Wissen, ein Setzling in der Asche. Die Flamme des Krieges. Ausgezeichnet. Ich habe bereits den Schluss gezogen, dass ihr ein fähiger Kämpfer seid. Aber nun wissen es die Feuerarchonten ebenfalls. Hoffentlich verschafft uns das eine kurze Ruhepause. Dafür allein gebührt euch mein ergebenster Dank. Kein Problem, mein Herr, freundlicher Herr Zwerg. Die Geschichte von Hottenau. General Ignasars Archonten werden sich nach eurem Angriff neu gruppieren müssen. Und das ist eine Gelegenheit für uns, wichtige Informationen zu sammeln. Ich bin der Überzeugung, dass Gomoth eine Art Energiequelle unterhalb von Mount Hottenau sucht, über die ich allerdings nichts weiß. Die Schnitzarbeiten und Relikte in diesen Delsun-Ruinen könnten uns wichtige Hinweise liefern. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, nach derartigen Artefakten zu suchen. Okay, werden wir auf jeden Fall machen. Heißt das für uns, wir müssen wieder in irgendeine Höhle oder ist das hier in dem... Nee, wir müssen nicht in die Höhle, aber wir dürfen wieder das Gebiet abklappern nach irgendwelchen Items. Jetzt gucken wir gerade mal, wie schaut es zeittechnisch aus. Zeittechnisch sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich denke mal, das ist gerade ein guter Punkt, wo man einen kurzen Cut setzen könnte. Ich kann auch zwischen den Parts mal eben kurz unser Gepäck wieder ein bisschen verkleinern. Ich hoffe natürlich wie immer... Was ist das denn? Ach, so ein Eisklotz kann man jetzt auch bekommen. Ah, müsste ich eigentlich auch mal wieder reingucken in die in den Shop, in den Neverwinter Shop. Mache ich vielleicht auch zwischen den Parts. Oder soll ich das mal im Let's Play machen? Könnt ihr ja mal schreiben, jetzt mache ich da auch mal ein Part für von, wo wir nochmal wieder in den Shop gucken und vielleicht mal den einen oder anderen Astraldiamanten ausgeben. Müssen wir mal schauen. Gut, liebe Freunde, ich hoffe natürlich, dass es euch bisher gefallen hat und schaltet doch einfach in 2 Tagen zum nächsten Part von Neverwinter wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.